Es ist mir dabei gar nicht bewusst geworden, dass ich oder der, in den ich mich verwandelt habe, an der einzelnen Frau tätlich geworden bin. Ich habe ihr, so als sei sie eine Strohpuppe, die Arme auf den Rücken gedreht, sie in der Mitte umgeknickt. Ein Strauch hat im Wind um die Kurve hier geweht und ich jedes Mal, da ist sie, meine Unbekannte. Da kommt sie daher, endlich. Und zugleich jedes Mal die Angst weniger vor ihr als vor mir selber. Zusammenfahren, bei jedem Baum rauschen. Wie ging doch der tagtägliche Traum von der Unbekannten? Er fing an, dass sie mir das Hemd aufknöpfte. Und er endete damit, dass sie mir das Hemd zuknöpfte. Und immer die Knöpfe in die richtigen Löcher. Wie aus einem Tagtraum erwachend, der mir nun aber nachgeht, wird mir das Geschehen bewusst. Das System und ihr Unschuldigen seid eins. Und ihr macht mit dem System gemeinsame Sache und gemeinsame Sachen. Ihr Unschuldigen seid die Armee des Systems. Ihr seid die einzige und letzte Weltmacht. Und diese Macht ist unverrückbar.